Es ist der 3. Januar 2023 und ich sitze hier und nehme die erste Podcast-Folge für dieses Jahr auf, die dann am 10. Januar, also heute so quasi, wenn du reinhörst, veröffentlicht wird. Und ich habe mir überlegt, was passt denn für ein Thema für diese Podcast-Folge? Und dann habe ich ein bisschen überlegt, ein bisschen recherchiert und bin dann auf ein sehr, sehr spannendes Thema gekommen. Denn in dieser Podcast-Folge des Persönlichkeitstalk-Podcast geht es heute um das Thema mentale Gesundheit. Ich glaube, wir alle fühlen uns sehr, sehr gut, wenn wir uns gesund fühlen. Und Gesundheit ist ja auch das, was wir uns oder zumindest die meisten sich für dieses neue Jahr auch gewünscht haben. Ich wünsche dir ein gutes und gesundes neues Jahr oder ein neues Jahr mit viel Gesundheit. Also Gesundheit ist so ein zentrales Thema und häufig meinen wir natürlich, wenn wir über Gesundheit sprechen, unsere körperliche Gesundheit. Aber es gibt für mich eine zweite ganz, ganz wesentliche Gesundheit und das ist die mentale Gesundheit. Und lass uns gerne mal genauer hingucken, was mentale Gesundheit denn wirklich bedeutet. Mentale Gesundheit können wir übersetzen mit persönlichem Wohlbefinden oder auch persönlicher Zufriedenheit oder auch sich wirklich in der eigenen Kraft, in einer guten inneren Stabilität fühlen. Diese Komponenten spüren wir sehr, sehr positiv, wenn wir uns so quasi mental gesund fühlen. Und wie auch für die körperliche Gesundheit, so können wir natürlich auch für die mentale Gesundheit etwas tun. Wir können aufmerksamer unsere mentale Gesundheit positiv beeinflussen. Und das Spannende ist, ich habe vor ein paar Tagen ein Interview von Oliver Kahn gelesen. Oliver Kahn, ehemaliger Weltklasse-Torhüter und jetzt Vorstandsvorsitzender, CEO von Bayern München. Und Oliver Kahn hat in diesem Interview gesagt, dass für den FC Bayern München, vor allen Dingen für die Profimannschaft, die mentale Gesundheit ganz, ganz wichtig ist. Und er hat gesagt, sie werden noch mehr dieses Thema mentale Gesundheit in den Fokus setzen. Und sie werden noch mehr darauf achten, wenn sie zukünftig neue Spieler verpflichten, dass nicht nur die sportliche Komponente, also das Fußballspielen so quasi passt, sondern dass vor allen Dingen auch die persönliche und die mentale Komponente passt und stark ausgeprägt ist. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, das zeigt, im absoluten Hochleistungssport, wie wichtig mentale Gesundheit ist. Jetzt könntest du natürlich sagen, na ja, im Hochleistungssport okay, aber so im täglichen, im Alltag, ja, auch da ist dieses Thema mentale Gesundheit, auf die mentale Gesundheit zu achten, auch die mentale Gesundheit mehr in den eigenen Fokus, in die au eigene Aufmerksamkeit zu stellen, unheimlich wichtig. Und nachdem ich dich für dieses Thema sensibilisiert habe oder dir dieses Thema jetzt wieder stärker bewusst gemacht habe, will ich dir noch fünf Impulse, fünf Ideen weitergeben, was jeder von uns tun kann oder worauf wir achten können, um somit unsere mentale Gesundheit zu stärken. Und das sind Punkte, da bin ich mir ziemlich sicher, die hast du alle schon gehört. Vielleicht nicht unmittelbar in den Zusammenhang mentale Gesundheit, aber vielleicht auch in anderen Zusammenhängen hast du diese Punkte schon gehört. Für mich ist aber ganz, ganz entscheidend, dass wir diese Punkte nicht nur hören oder einfach mal gehört haben, sondern dass wir diese Impulse, diese Punkte wirklich aktiv oder immer aktiver in unser tägliches Leben, in unseren täglichen Alltag integrieren und somit einfach auch ganz genau wissen, dass wir somit auch unsere mentale Gesundheit positiv stärken und beeinflussen. Also, lass uns gerne mal gucken, welche Punkte, ich habe hier mal fünf mitgebracht, wir entsprechend umsetzen, aktiv umsetzen können, um damit unsere mentale Gesundheit zu stärken und positiv zu beeinflussen. Punkt Nummer 1, Ruhe und Schlaf.
Und da kannst du für dich natürlich einfach auch dich mal hinterfragen, wie viel Ruhe gibst du dir und welche Schlafgewohnheiten hast du? Hast du wirklich die Möglichkeit, dass du eventuell so 7 bis 8 Stunden jede Nacht für dich zum Schlafen einfach auch zeitlich hernehmen kannst? Oder bist du teilweise so unterwegs, dass du eine sehr, sehr geringe Schlafzeit hast, vielleicht auch nur von 4, 5 Stunden? Da kenne ich auch Menschen. Und es ist vielleicht für eine bestimmte Zeit durchaus mal möglich, aber was passiert denn da auf Dauer? Was passiert auf Dauer, wenn wir uns selbst nicht diese ausreichend notwendige Schlafzeit geben, die wir für eine gute Gesundheit, aber auch für eine gute mentale Gesundheit brauchen? Also achte gerne zukünftig wieder darauf, wie viel Ruhe, aber auch wie viel gesunden Schlaf hast du in dein Leben wirklich integriert. Punkt Nummer 2, der uns unterstützt zum Thema mentale Gesundheit, Bewegung. Auch da kannst du dich natürlich einfach mal ehrlich fragen, bewege ich mich wirklich so am Tag, in der Woche, im Monat, im Jahr, dass das mir gut tut, sowohl körperlich wie auch mental? Wie viele Schritte legst du pro Tag zurück? Bist du teilweise sportlich auch aktiv? Leichter Ausdauersport. Hast du auch immer wieder in der Woche leichtes Muskeltraining integriert in dein Leben? All das sind Komponenten, die wir auch natürlich wahrscheinlich schon häufig gehört haben. Aber sei mal ganz ehrlich jetzt zu dir. Wie setzt du dieses Thema Bewegung wirklich bei dir in deinem Leben aktiv um? Achtest du da wirklich, dass du dich bewegst? Dass du wirklich auch immer wieder in Bewegung kommst. Und ich meine hier nicht, Vorsicht, irgendwie Hochleistungssportarten oder Hochleistungssportler zu sein oder auszuüben. Nein, sondern einfach auch im Täglichen die Bewegung integrieren. Einen Spaziergang an der frischen Luft. Einen leichten Ausdauerlauf. Leichte Stabilisationsübungen. All das trägt sowohl zu deiner körperlichen Fitness, aber auch zu deiner mentalen Gesundheit bei. Also Punkt Nummer 2, Bewegung. Punkt Nummer 3, soziale Kontakte. Wie viele soziale Kontakte hast du? Wie viele gute Gespräche führst du im Laufe einer Woche, sowohl im engen Familienkreis, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, mit den Kindern, aber natürlich auch im Freundes- und Kollegenkreis? Wie würdest du deine Beziehungen beschreiben? Würdest du die als sehr stabil beschreiben? Sind Menschen um dich herum, mit denen du dich wirklich auch gut austauschen kannst, die dir auch einen gewissen Halt geben und denen du auch einen gewissen Halt gibst? Dann ist das wunderbar und dann trägt das auch zu deiner mentalen Gesundheit bei. Also frage dich gerne auch hier, was kannst du bei deinen sozialen Kontakten zukünftig noch wieder stärker beachten, damit hier diese Komponente wirklich auch gut berücksichtigt wird und somit auch sich positiv auf deine mentale Gesundheit auswirkt. Punkt Nummer 4, eigene Bedürfnisse. Kannst du wirklich sagen, welche Bedürfnisse du hast und wie viel Zeit gibst du dir dann, diese Bedürfnisse in dein Leben auch zu integrieren? Und ich stelle immer wieder fest, dass es wirklich durchaus auch eine große Anzahl von Menschen gibt, die selber gar nicht bewusst wissen, welche persönlichen Bedürfnisse sie haben und in Folge natürlich diese Bedürfnisse auch nie so für sich erlebbar machen können. Und somit wieder in Folge natürlich auch das nicht unbedingt einen positiven Einfluss auf das Thema mentale Gesundheit hat. Also frage dich doch einmal ganz ehrlich, welche persönlichen Bedürfnisse hast du? Wie bewusst lebst du diese Bedürfnisse schon? Wie bewusst machst du diese Bedürfnisse für dich schon erlebbar? Und wie kannst du es nach und nach einfach schaffen, wieder mehr deine Bedürfnisse auch aktiv zu leben, um somit auch deine mentale Gesundheit positiv zu stärken? Und Impuls Nummer 5, Punkt Nummer 5, regelmäßige Pausen. Digitaler Detox. Legst du für dich während des Tages, während der Woche immer wieder Pausen ein? Schaffst du es auch immer wieder, einen digitalen Detox für dich einzulegen, also mal wirklich
freie Zeit ohne Social Media, ohne diese ganzen Informationsquellen um uns herum? Wenn ja, wunderbar. Wenn nein, dann denke doch gerne mal darüber nach, wie das bei dir aussehen könnte. Ich spreche hier auch gerne immer von Inspirationszeit, von täglicher, wöchentlicher oder auch monatlicher Inspirationszeit. Also Zeit, die du dir nur für dich selbst gibst. So quasi persönliche Pausen. Das können am Tag 15 oder 20 Minuten sein. Das kann in der Woche summiert dann vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden sein, wo du wirklich mal dich und nur dich selbst reflektierst, bestimmte Punkte dir bewusst machst, aber wirklich auch abschaltest von vielen Dingen, die dich sonst in deinem täglichen Leben umgeben. Und wunderbar ist das natürlich auch in der freien Natur. Eventuell hast du ja einen besonderen Platz in deiner Umgebung, in der Natur. Dann suche doch diesen Platz zukünftig regelmäßig auf. Gönne dir an diesem Platz diese Pausen, diese Reflexionszeit, diese Inspirationszeit, dieses SOS, Stop oder Start. Und du wirst merken, dass du da auch deine mentale Gesundheit positiv beeinflusst. Das waren jetzt diese 5 Punkte, die, wenn wir sie aktiv in unser Leben integrieren, sich positiv auf unsere mentale Gesundheit auswirken. Lass uns gerne diese 5 Punkte nochmals zusammenfassen. Ruhe und gesunder Schlaf, Bewegung, soziale Kontakte, eigene Bedürfnisse kennen und leben, regelmäßige Pausen und digitaler Detox. Ich freue mich, wenn dir durch diese Podcast-Folge das Thema mentale Gesundheit wieder bewusster geworden ist, du auch Möglichkeit findest, diese 5 Impulse in dein Leben zu integrieren oder wieder bewusster und stärker zu leben. Und dafür wünsche ich dir alles Gute. Und wenn dir diese Folge gefallen oder auch geholfen hat, dann teile sie gerne mit anderen. Und gib mir gerne auch eine, wenn möglich, natürlich positive Rezension für meinen Persönlichkeitstalk-Podcast. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne meinen Podcast, denn dann bekommst du jeden Dienstag eine neue Folge. Für all das sage ich jetzt schon herzlichen Dank, wünsche dir weiterhin alles Gute. Und denke immer daran, wenn es um deine tägliche Aufstellung auf deinem Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Denn du bist jeden Tag dein einziges Limit. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, dein Jürgen.